Und damit herzlich willkommen. Was trägt sie denn heute? Schick siehst du aus. Ja, das denke ich mir auch. Die alte schon wieder. Super. Nein, auf jeden Fall herzlich willkommen zurück zu Die Sims. Wir. Die Sims. Was haben wir denn da? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Oh. Ja, sorry, sorry. Gabe! Auf jeden Fall, was ich jetzt sagen wollte, ja, wir kommen zurück. Danke, dass du eingeschaltet hast. Und es leckt ein bisschen, merke ich gerade. Was ist denn hier los? Was soll das hier? Was ist das hier so, Leggy? So, der ist jetzt mal am Käuschen setzen, in der Hose natürlich. Und zwar habe ich jetzt mal Folgendes überlegt gehabt. Oh, die ist geknickt, weil wir uns nicht mit ihr getroffen haben. Oh, ja, das tut mir leid. Wir haben heute frei, Wie sieht's mit ihr aus? Wie sieht's mit Katie aus? Muss arbeiten. Von 10. Okay, ist auch bei. Okay. Warum leckt denn das da? Hallo. Okay. Was? Sie muss niesen. Warte mal, ich mache mir mal ganz kurz einen kleinen Cut. Guck mal, was hier so am Ruddeln ist und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, ich habe den Fehler leider nicht gefunden gehabt. Aber, naja, gut. Wie kriegt man es denn nicht hin, Rühreier zu backen? Auf jeden Fall, was ich geplant habe, ist folgender. Man kann ja jetzt einen Einzelhandel kaufen. Das heißt, wir können unser eigenes Geschäft eröffnen. Wir werden unser eigenes Geschäft auch bauen. Und dann darin Möbel, Kleiderstücke etc. Ist ja eklig. Nee, ich denke mal, das werden wir machen, weil das ist. Das bringt noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr hier mit dem Fingerschnipsen. Ein bisschen mehr Pep rein. Versteht ihr, was ich meine? Ah ja, was ist denn los? Ist ja eklig. Der ist in Ordnung. Frühstücken, Backen, Kochen, alles in Ordnung. Hier ist irgendwas. Nee, ist alles gut. Hier nochmal duschen, frisch nachdenken, ne? Ja, denke mal, das werden wir machen, oder? Ich denke mal, das werden wir auch in den weiteren in den Folgen auch einbauen. Ja, mein Dings ist wirklich geklaut worden. Der hat meine Gitarre geklaut letzte Folge. Dieser Penner. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Geld, weil das wird. Wir können ja mal kurz gucken. Wir schauen einfach mal. Schadet ja eigentlich nichts, wenn wir mal kurz mal rüberstöbern, wie teuer sowas eigentlich ist. Weil du musst ja auch noch das Gebäude bauen, du musst noch die Möbelstücke bauen, kaufen. Und das kostet alles. Warte mal, hier waren, glaube ich. Da hätte ich einen Schluck auf. Wie teuer ist denn so ein. 8500, habt ihr gesehen. Und ich bräuchte auch schon so ein großes, weil ich habe mich überlegt gehabt, ein richtig großes Shopping Mall zu bauen, die fast über die ganze Fläche geht. Und da denke ich mal, dass es auch. Huch! Nein, dann war wieder hier. Da denke ich mal, dass es auch den Platz, den wir auch einfach benötigen. Für so eine große Shopping Mall, ich werde das Ding so bombastisch bauen, aber wir werden auch erstmal Knete machen müssen. Wir müssen Geld machen, Geld machen, Geld machen. Oder? Könnt ihr jetzt entscheiden, ob wir mit dem Motherload oder Rosebud oder wie die Dinger heißen, ob wir uns davon ein Gebäude bauen und es dann erstellen. Das liegt jetzt an euch. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben und sagen, hey, benutzt den Cheat einfach für das Gebäude zu bauen. Ich weiß nicht, 100.000, 200.000, 300 Millionen. Ich da gucke, wie viel das kosten wird. Müsst ihr dann entscheiden. Ich halte mich da zurück. Ich gehe so lange den normalen, legalen Weg. Oder wir machen uns mit dem Cheat viel Geld und bauen uns erstmal das Gebäude, damit wir sozusagen ein Grundgerüst haben. Weil wirklich 8.000 ist eine Menge. Wir haben gerade mal 4.800. Das heißt, wir brauchen knapp noch 3.200. Und dann kommt noch, es ist nur das Grundstück. Dann kommen noch die Wände, die Tapete, der Boden, die Türen, die Fenster, die Möbel. Und dann müssen wir auch noch Mitarbeiter finanzieren, weil wir dann bestimmt auch noch Mitarbeiter da natürlich hier beschäftigen. Und dann müssen wir noch Werbung schalten, weil kann auch nämlich Werbung schalten, damit die Leute auch mehr in unser Läden kommen. Man muss sich auch bekannt machen, ähnlich wie YouTube. Man muss sich bekannt machen, um zu wissen, ey, da ist jemand, der kann's oder der kann's nicht, wie auch immer. Deswegen, das ist jetzt schwierig. Also entscheidet ihr,
sagt mir dann einfach in den Kommentaren, mach so oder mach so. Also, das ist dann eure Entscheidung. Ich binde euch da mal ein bisschen ein. So, die trinkt ihren D. Warte mal, die muss jetzt gleich arbeiten. Warte mal, dann machen wir jetzt mal zack, 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 zack. Ja. Adios, süße Puppe. Ah, Bruder Jakob. Nicht alle meine Entchen wie beim letzten Mal, sondern Bruder Jakob. So, wir haben frei, mein Freund, ne? Wie wär's mal, wenn wir heute mal ein wenig verreisen gehen? Was? Wo ist denn Katie? Sind wir einfach nicht befreundet mehr? Ich dachte echt, das wäre was Besonderes. Wie der aussieht, ey. Ha, wo gehen wir denn am besten hin? Wo können wir hier hinreisen? Da waren wir schon. Hier waren wir auch schon. Fitnessstudio? Ja, Fitnessstudio. Keine der Gruppen der Stadt sagt dir so richtig zu. Erstelle im Fenster Gruppenverwaltung deine eigene Gruppe. Klicke auf die Angelschilder, die überall, das wollten wir noch machen, die überall in der Spielfeldwassernähe findest, um zu angeln. Das wollten wir nämlich auch noch machen. Stimmt, da war ja was. Wage einen Sprung von einem Sprungbrett. Ich habe genau gesehen, was da passiert. Oh, sieht nice aus hier. Oh, da müssen wir mal kurz hier, da müssen wir mal... Sieht schick aus. Sieht schick aus, ja, ja. So, für die Thumbnails natürlich mal kurz mal hier. Oh, hier kommen die ganzen Fitness-Freaks. Yeah, Fitness, Leute, Fitness. Hier, jemand hat gesagt gehabt, machen wir die Wände ein bisschen anders. Mache ich natürlich ein bisschen anders, dass sie auch noch zu sehen sind. So, was sind wir denn jetzt hier? Ach, da sind wir. Oh Gott. Komm schon. Ja. Der im Hintergrund ist ja aber der Oberhammer. Oder der würde uns... Oh nee, kann ich mal ansehen hier. Was ist das denn hier? Nur am Quatschen hier. Denn die Brust aus. Die Arme voll dürre und dann die Brust. Ah, ich meine, jetzt die Brust hier, nicht die hier. Aber sieht schön aus hier auf jeden Fall. Ich finde es sehr detailliert auf jeden Fall. Sowas finde ich total cool. Aber ich finde mal mega cool. Sieht nice aus. Gefällt mir. Von die Matte. Das sind diese Gummi... Oh, cool. Was machst du jetzt hier? Da, an die Grenzen gehen. Na komm, du wirst ja wohl mal hier auf Level 2 kommen, oder? Und? Yeah. Kann ich mir nicht ansehen. Sieh wir uns eigentlich mit der Kamera? Hallo! Wer ist denn das eigentlich hier? Kenne ich gar nicht. Die kenne ich alle gar nicht. Naja, neue Gegenden, ne? Neue Leute. Aber die kennen wir. Die haben wir auch schon mal gesehen. Oh, ich mach dir bestimmt schon die richtigen Moves hier, pass auf. Na gut. Wo ist der Unterschied zwischen den beiden? Stimmt, es gibt keinen. Okay, jetzt sind sie gerade richtig... Nee, sind nicht synchron. Okay, der ist hier im Weg. Aber der sieht schon leicht durchtrainiert aus, ne? Die Musik ist so laut. Die wollen alle an dieses Gerät und der steht immer im Weg. Man kann sogar bei den Sims sogar die Muskeln vergrößern, kann es sein? Das war doch irgendwie so.
Machen wir das mal, oder? Also ich finde das ja mega cool. Hier riecht nach Tonschuhen. Was stinkt denn nach Tonschuhen? Ach, die beiden Dings. Ach so. Ja, und das ist nicht da oben. Ach so, das ist so ein Allrounder-Teil. Na komm schon, Junge. Machst du prima, machst du sehr schön. Was, das war schon? Zwei Sätze habe ich geschafft. Hippie ist okay, Mann. Und die Musik ist wirklich laut, ey. So, macht ihr mal da? Schon wieder so. Ach, hier sind ja hier in der Nähe. Stimmt ja. Da waren wir auch schon mal in diesem Museum. Dann waren wir hier in diesem Club, in diesem Dings hier. Was das auch mal für ein Club sein soll. Diesen Social Media Club da. Dieses. Miau, Auto. Miau. Weg ist das. Man kann doch hier hinlaufen. Aber das sieht ja schön aus, ey. Das sieht ja cool aus. Ich finde die detaillierten Sachen hier total toll. Muss ich auch schon mal zugeben. Ja, ist auch ein cooles Haus. Na, kommst du auch Fitness machen? Das wär's ja jetzt. Ja. Boah. Hier müssen wir die Leute einfach mal angucken, wie die aussehen. Das ist. Achso, er trainiert und. Das ist genau das perfekt. Ich muss mal rausräumen, weil das mal so laut ist. Quatschen und trainieren, das ist so schön. Da will ich aber nicht nur quatschen. Man kann auch beides zu ihren. Das sieht so doof aus, ey. Wenn man grinst. Oh Mann. Was ist hier los? Ja, du bist mein Mann. Komm, zeig uns deine Muskeln. Ja, ja, später, später. Ja, ich trau mich noch nicht. Mach, geht von alleine. Wie verdient denn jetzt eigentlich? Er verdient jetzt 36. Das ist. Ah, verfügbarer Urlaub 3 Tage. Oh Gott, die gucken auch noch zu. Oh, hallo Ladies. Okay, fängt an zu stinken. Oh Gott, die riechen es. Oh. Ja, Entschuldigung, ist normal, wenn man trainiert. Mensch, Mädels. Trainier mal erstmal eine Runde und dann sollte es eigentlich in Ordnung sein. Aber ich denke mal, mit dem Handel werden wir auf jeden Fall machen. Das ist eine coole Sache auf jeden Fall. Hey, ich kenne mich doch. Erstmal geduschen und dann dehnen wir uns mit ich hab den Namen schon vergessen. Mit Katrina dehnen wir uns dann ein bisschen. Bin mal gespannt. Aber die ist komischerweise immer da, wo wir sind, kann es sein? Egal, wo wir sind. Sind wir zu Hause, läuft sie an unserem Haus vorbei. Sind wir im Museum, ist sie da auch. Sind wir im Schwimmbad, ist sie da komischerweise auch.
Also zwar allerdings, da war diesmal Katie dabei, aber komisch, ey. So eine kleine Stalkerin. So eine kleine, miese Stalkerin. Na, ich behalte dich im Auge. Hier, für die Ladies natürlich. Da. Kann sich jeder andere Mann eine Scheibe von abschneiden. Ist zwar nicht mehr viel übrig, aber... Oh Gott, wie das aussieht, ey. Aber er sieht schon definierter aus ein bisschen, oder? Muss man ja zugeben. Was machst du denn jetzt? Was? Hallo? Zieh dir was? Zieh dir was an? Hallo? Hallo? Was wird das? Hä? Was machst du denn hier? Hä, ist der... Der hat manchmal echt einen Knall. Genau wie in einer Folge, wo der einfach quer mit dem Teller draußen rumläuft. Oh. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen hier. Warum kann ich sie nicht anklicken? Geh mal kurz mal raus hier. Sie kann man anklicken, aber sie nicht. Sie ist für uns gestorben oder so? Hab ich schon was verpasst? Hm. Komisch. Jetzt steht die da ganz doof rum. Unwohl, weswegen ist jetzt schon wieder Energie ist am. Ich kann nicht mehr mit ihr interagieren. Zwei Ladies. Zwei Ladies, Junge. Du bist im Paradies. Hast du das gerade gesehen? Dieses Tattoo. Nicht den runden Popo, sondern dieses Tattoo da. Ey, das waren Zeiten, die Leute mit diesen Tattoos. Oh Gott. Aber warum ist denn Katrina? Warum ist die denn? Warum können wir nicht mehr mit ihr interagieren? Kann die uns nicht mehr leiden? Was ist denn schon wieder los, Freund? Energie. Komm schon. Oh, ist müde. Ach, du kleines, armes Ding. Hey, komm ich jetzt nach Hause? Reisen mit Katie? Nein, ich will einfach nur nach Hause. Oh Gott, was war das denn da? Das da. Für jede Karriere gibt es eine Tagesaufgabe, um die Leistung zu verbessern. Fahre über die Leistungsanzeige für mehr Info. Ich verstehe. Ein Busch kann ganz schön praktisch sein, um ein Nickerchen zu halten oder die Blase zu erleichtern. Ein Busch. Die Frage ist jetzt, welcher Busch? Weckt das Schlafende irgendwas, irgendwas. So, tu, was du nicht warten lassen kannst. Katie kommt auch gleich nach Hause. So, Katie, herzlich willkommen zurück. Oh, was hast du denn hier? Erstmal was futtern, würde ich mal sagen. Schnelle Mahlzeit. Einmal Cerealien. Dann kannst du mal auf Toilette gehen. Einen Joghurt holst du dir. Einen Joghurt. So, warte mal. So, Katie muss morgen auch nochmal arbeiten, ne? Ja. Level 2 der Programmfähigkeit erreichen. Tagesaufgabe Videospiele nicht. Videospiele spielen nicht begonnen. Videospiel ist ja eigentlich egal, was wir denn spielen, ne?
Sollte eigentlich egal sein. So, und er hier, wie sieht's mit ihm aus? Die sind immer so müde, ey. Bei jedem Pups sind die immer so müde. So, die geht jetzt an den Rechner.